Hallo und willkommen zu Dead by Daylight Basic Killer. Killer ohne Perks. Heute die Fäule. Seufzendes Lagerhaus. Das Macmillan-Anwesen. Wie stand ich denn hier gerade am Anfang da? Das sah ja richtig beschissen aus. Ja. Und da sind wir auch schon in der Runde mit der Fäule. Und natürlich passend die Basic-Fäule spielen wir natürlich während des Halloween-Event mit den schönen Pustelblümchen hier. So, hier war doch noch der Felix irgendwo. Oh, haben schon einen durchgehauen. Also, dran schon. Ne, da. Halt, mit der Fäule hat man halt so ein niedriges Blickfeld. Hier störend. So. Was war das eigentlich? Das war, glaube ich, eine Claudette. So wie es auf den ersten Blick gescheint hat. Hier ist keiner. Rennen wir mal ein bisschen hier. Bums. Das richtig einmal irgendwo dagegen geflattert. Oh, hier ist jemand. Hallo. Wer auch immer du gerade warst. Ah, du bist ein Ash. Hab ich dich. So, ich trete erstmal dagegen. Du haust schon nicht ab, während du hier liegst. Bring dich mal da und kann gleich gucken, ob der Generator dort irgendwo bubbert. Klingt aber nicht so. Huch. Ja. Nein. Richtig schön an beiden Bäumen einmal so vorbeigesaust. Und dann am Ende gar keinen gefunden zum Abspringen oder Abstoßen. Oh. So, die gleich erstmal liegen. Dann holen wir noch die Claudetti. Zack, zack. Ey, nicht blenden. Spieler die Fäule jetzt auch nicht so häufig. Ja, habt ihr noch nicht so häufig gespielt. Ich komme irgendwie mit diesen Sprinten noch nicht ganz so zu. Alter. Hab ich dich. Wenn einfach hinter meinem Rücken aufgeheilt wird, das. Was bist denn du für einer? Ah, das ist der. Das ist ein David mit diesem mexikanisches Totenfest da. Wo, ist auch, wo ich auch den Skin für die Legion habe. So, hier waren Blutspuren. David. Du machst schon kaputt hier. Mensch, ich komme aber nicht durch diesen Kack-Durchgang durch. Oder Claudette.
Zack, habe ich die einmal. Benni, bist du die Claudette, die ich ganz am Anfang hatte? Ich habe jetzt vergessen, wer alles in der Lobby drin war. Also welche Charaktere alles in der Lobby drin waren. Daher weiß ich jetzt nicht mehr, ob du die Claudette bist. Was war denn das gerade? Bist du zu weit gelaufen? Egal, du kommst in den Keller. Wenn er schon einmal hier ist. Oh, das soll nützen. Oh, da werden sogar Event-Tage. Naja. Es geht ja jetzt hier nicht ums Event, sondern nee, ist ein bisschen andere Claudette. Okay. So, hier kann ich gerade nicht durchrennen. Da ist jemand. Der Ash ist das. Ash Popesh. Mist. Also wenn du... What? Wenn du halt nach vorne gerade im Sprinten bist und der Überlebende rennt durch irgendeinen... Huch. Habe ich zu früh geschlagen oder hattest du da drauf? Ich kann es nicht ganz sagen. Wenn du halt als Überlebender durch ein Fenster springt, während du als Fäule angerannt kommst, dann bist du halt erstmal nutzen, also kannst nichts machen. Weil du musst halt warten, bis dein Sprint zu Ende ist. Bevor du ihn dann durchs Fenster krabbeln kannst. Weil solange dein Sprint noch ist, ist halt nichts mit. Kriege ich noch? Oh, der hat das genutzt, okay. Habe ich dich. Ich sehe gerade, es gibt auch eine Obsession. Hä? Ist denn die Claudette irgendwo? Ach, die T-Bag. Egal. Spring dich auf mein Kellerchen. Und für Blenden war die nicht auf die Entfernung. Aber solange die hier noch rumhampelt bei mir, macht sie nichts anderes Gescheites. Ich will trotzdem mal da hinten gucken, weil wenn es da geknallt hat, sitzt da jemand irgendwann im Generator. So, erstmal gehauen. Mit meinem Knüppel. Dann gehen wir hier zurück. Oh, hier sind beide. Look at that. Alter. Kam mir gerade fast so vor, als hätte ich keine Body-Kollision gehabt. Habe ich dich. Oh, gehe ich jetzt durch die Palette durch? So, ne, ich gehe nicht durch die Palette. Da ist die andere Claudette. Einmal, gut, die geht retten. Oh ne, ich lass mich. Und hier sind die zwei Haken übelst nah beieinander und auch noch übelst nah beim Keller. Okay. Borrowed Time. Ich lasse die andere erstmal liegen, weil die hat es so aggressiv gerettet. Das klingt fast nach einem Strike. Den gönne ich eigentlich nicht. Zack. Weil es gibt ja auf jeden Fall irgendein Obsession-Perk. Und das wird... In 90% der Fälle ist es der Strike. Okay, das ist zwar eigentlich Slacken, aber... Da ist er... Nein! Oh.
komme mit der Steuerung noch nicht so schön klar. Hab ich dich. So, und die Claudette ist irgendwie rechts von mir. Hör sie jammern. Ich bringe gleich in den Keller. Dann habe ich den Haken da oben frei für Claudette. Ja, war jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber auf der anderen Seite, ich toleriere das halt nicht, wenn die Überlebenden immer so... Erstmal hat die noch getiebelt da oben irgendwo. Und zweitens... Finde ich halt immer dreist von den Überlebenden, wenn die, nur weil sie einen Strike haben, dass sie sagen so, ja, hier, komm, ich gehe jetzt übelst Akku auf eine... Das war ein totaler Unsafe-Hook. Okay, sie hatte... Borrowed Time, da ist es ja wieder so dahin gesagt. Unsafe Hook, weil Borrowed Time ist eigentlich kein Hook, unsafe. Aber. Bin mal gespannt, wer war denn das? TV-Man, glaube ich, ist die. Claudette gewesen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die einen Strike hatte. Wenn nicht, dann tut's mir leid. Habe ich dich zu Unrecht verdächtigt. Aber wir werden gleich mal sehen. Gib mir Hammer. Strike, ich hab's doch gesagt. Das ist so der klassische, keine Ahnung, Troll-Survivor, dann noch schreiben, GG easy. Okay, für den Monarix, ich glaube das war der Ash, den tut mir bitte leid mit Level 20, dass der hier in die Lobby gekommen ist. Also vermute ich mal, dass der irgendwo hier Survive mit Friends irgendwo war. Aber mit Level 20 kommst du eigentlich nicht mit Level 9. Zusammen, also der ist auf meinem Level. Vermute mal, das hier ist random und die hier waren vielleicht irgendwie in der zweiten Friends-Gruppe. Also ich blöd für ihn, dass er hier reingekommen ist, aber hatten dafür ja auch zwei Red Wings. Okay, ich hoffe, es hat die Folge mit der Fäule gefallen. Das nächste Basic Killer Video steht noch in den Sternen. Wir wissen ja nicht, wer der nächste Killer sein wird, wann er kommt. Also im nächsten Chapter kommt er, das weiß man ja schon, aber wer es sein wird, keine Ahnung. Und dann danke ich wie immer fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao, ciao.